Ja, Agentur Schroth? Ach, der Problemfall. Ja, der Schizophrene. Hm? Ja, ja, Funzeldirektor und Tierpfleger. Ja, ach, Sie sind schon da. Wo denn? Ja, hier? Bin schon da. Na, da kommen Sie einfach rein. Ich jetzt noch einmal, ja? Hallo, Herr Wolf. Was ein Blödsinn. Ja, na dann, guten Tag, Herr Wolf. Entschuldigung, der Chef ist irgendwie abhanden gekommen. Wahrscheinlich von Ihrem Anblick bisschen. Naja, nein, kleiner Scherz, vergessen Sie es. Sie sind das jetzt also mit dem Problem, ja? Der Gynophobie. Der Angst vor Frauen. Nehmen Sie nur ruhig Platz, ich schau mal, wo der Chef ist. Vorsicht vor Frauen. Was Frauen alles so anrichten, wird einem erst bewusst beim Anblick ihrer Männer. Das ist gnadenlos, das ist schon kein Anrichten mehr, das gleicht meiner Hinrichtung. Man muss sich vor Frauen schützen. Die Frage ist aber nicht, wie hältst du sie von dir fern, sondern wie kriegst du sie raus aus deinem Leben? Frauen sind wie der Hase vom Igel, immer schon da, wenn sich der kleine Mann des Problems bewusst wird. In der Eigenschaft der Mutter erarbeitet sich die Frau diesen fürchterlichen Vorsprung. Sie ist da, will immer ganz nah ran. Nicht ohne Grund kocht sie, wäscht, schaut in die Windeln, ins Hausaufgabenheft, ins Tagebuch, in den Schrank. Alles sehen, alles hören, alles wissen. So eine einzige Mutter ist der Brückenkopf für weitere Geschwader von Frauen. In Form von Tanten, Großtanten und mindestens zwei Großmüttern. Als ob es eine auch nicht tut. Nein, es müssen zwei sein. Und alle wollen ganz nah ran. Die Opas sind schon lange tot. Der Vater schon vor der Geburt flüchtig geworden. Nur du selbst kannst nicht weg. Das Stellchen ist nur von außen zu öffnen. Die kleinen Beine wollen noch nicht und der Hintern hängt bleischwer in den Pampers. Wenn es dann endlich ans Laufen geht, schwappt die Welle der Tagesmütter herein. Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Blockflötenlehrerinnen. Sie kriegen aufgesagt und vorgesungen, was sie wollen. Und dann kommen sie ganz nah ran. Endlich einigermaßen souverän und erwachsen im eigenen Job kommt eine persönliche Sekretärin auf mich zu. Ganz nah ran, sie möchte den Terminkalender kontrollieren. Man sollte auf der Stelle ihren Regelkalender verlangen. In der ersten eigenen Wohnung findet sich schon am zweiten Tag eine nette Nachbarin. So gern mal die Blumen gießt, die wird auch mal die Pakete annehmen. Und sie hat jetzt noch Zeit auf eine Tasse Tee. Sie ist zufällig auch alleine. Die schreckliche Allgegenwart von ganz nahen Frauen widerspiegelt sich in jedem Kaufhaus, wo sich die aalglatte fixe Verkäuferin gerade bei dem Umstieg von der einen Hose in die andere Hose sich in die Kabine windet und sagt, Sie kommen zurecht. In einen unwachen Augenblick heiratet man. Na, man denkt sich nichts dabei, doch plötzlich will sie mit in die Wohnung. Ja, was denn? Vielleicht ist sie auch noch ganz nah ran. Und sie ist nah dran, täglich. Nur wenn Mutti auf einen Kurzbesuch von 3 Wochen hereinschneit. Dann hat sie Migräne. Aber kaum ist meine Mami weg, dann nimmt sich das Dicke vom Selbstgebacken. Das mit den vielen Butterstreuseln. Das, was mir Mami auf meinen kleinen Klausi-Teller gelegt hat. Das verstehen Frauen unter Nähe. Butterstreusel wegessen. Ich will das alles nicht mehr. Einen Hund hätte ich gern. Aber wie ich beim Züchter ankomme, sagt er, tut mir leid, die Rüden sind schon aus. Wir hatten aber noch ein nettes Weibchen aus dem dritten Wurf. Ich sage, nein, danke. Ja, so läuft das. Ich hatte ja Gott sei Dank noch meinen Sibelius. Mein Kaktus. Als der im dritten Jahr nicht blühen wollte, habe ich einen Floristen gefragt. Sagt er ganz klar, weibliche Pflanze. Sage, ab damit in den Biomüll. Und endlich auf ein frauenfreies Leben. Frau Weber, was will der Mann eigentlich? Keine Ahnung. Was soll man mit dem machen? Ich weiß es nicht. Ich hab ja... Ich frage Sie bitte, was hat der von uns gewollt? Ich habe ja gesagt, er ist ein bisschen seltsam. Aber hätte lieber gerne einen Mann oder eine Totaloperation, eine Runderneuerung, ein Ego runter. Herr Wolf, auf jeden Fall.
Wir machen was zusammen. Wir machen was zusammen. Ja. Wir machen Sie, was zusammen. Ja, ich nicht. Rufen Sie auch bitte nicht mehr an, ja? Wir rufen Sie an. Ja, braucht neuen Termin, Entscheidungshilfe. Ja.